Kapstadt. Heute ist unser zweiter kompletter Tag, eigentlich der dritte Tag. Und wie ihr seht, ich bin noch ein bisschen müde. Es ist, glaube ich, kurz nach 8. Ich habe erstmal kurz geduscht, weil wir jetzt endlich warmes Wasser haben. Wir haben am Anfang verpeilt, dass man da so einen Schalter umlegen muss und haben nur kalt geduscht. Heute konnte ich auch mit warmem Wasser duschen. Diese kurze Info am Rande, ganz wichtig. Und es ist heute so ein geiler Tag. Die letzten zwei Tage war es ja super, super windig. Heute ist es komplett windstill und die Sonne scheint jetzt schon und es ist jetzt schon mega, mega warm und irgendwie riecht es auch total nach Sommer, Sonne, Urlaub und ich habe gute Laune, würde ich bloß so sagen. Wir haben noch nicht so einen richtigen Plan für heute. Ich schätze mal, wir fahren irgendwo zum Strand, aber ich werde euch mitnehmen und versuchen zu zeigen, was wir so machen. Ihr wisst, das ist immer so ein bisschen schwierig bei mir, aber I will try. Sorry. Und auch heute sind wir wieder am Strand, diesmal aber in Clifton. Und direkt am Anfang sind hier diese mega geilen Steine, wo wir erstmal geblieben sind, um natürlich Content zu kreieren, was auch sonst. Wir sind ja auch zum Arbeiten hier. Aber dort hinten, könnt ihr sehen, ist auch noch ein richtiger Strand und da gehen wir auch gleich hin. Und dann werden wir auch noch ein bisschen was arbeiten und dann aber definitiv in der Sonne liegen. Denn ich bin auf jeden Fall noch zu Käse. Shooting a corporation, hashtag being a blogger, hashtag having a beauty shooting, hashtag serum for your skin. Wow, actually it's like art, what we're doing. Okay, ich will jetzt in mein Gesicht klatschen. Hashtag hat jemand Wasser. Weil das ist Hydration. Hashtag du hast da ein ganzes Ocean voller Wasser. Aber es kann schon streng. Ich weiß, du der schwarze bisschen Wasser. Das ist ihre Ration für heute. Für die nächste Woche, danke. Ey, sein ist zu geizig. Aber du möchtest doch auch noch Wasser haben. Ja, ja. Siehst du? Can't see the flow. Nee? Natural posing. Es geht um dein Gesicht und Beauty. Ich würde deine Haare mal rausmachen. Meine Haare sind Beauty. So. Nochmal. Nochmal. Life Update. Wie wir uns fühlen. Sie lehnt sich gerade mit ihrem schwitzigen Gesicht an mir an. Ja, genau. Hallo. Wir mussten gerade ein Glow-Shooting machen. Ich schwitze niemals. Und der Glow kam von ganz alleine, weil wir so geschwitzt haben. Ja, das stimmt allerdings. Aber die Produkte sind trotzdem gut. Ja, aber ja, es war heftig. Ich freue mich, die Produkte heute Abend zu benutzen. Ja. Weil ich habe es wirklich nötig mit meinem. Und jetzt muss ich sagen, ich kann gar nicht mehr reden, weil mein Mund ist so trocken, weil ich so einen Durst habe und wir so schlau waren, nichts zu trinken zu nehmen. Deswegen fahren wir jetzt erstmal ein Restaurant und wir haben schon beschlossen, dass wir heute kein Getränk teilen wie sonst, sondern jeder. Wir teilen überhaupt nicht. Nee, wir bestellen uns jeder. Mindestens sind alles eine ziemliche Flasche. Ego-Fucker. Niemand will hier irgendwas teilen. Ey, jetzt tut die so, als ob die so eine Nette ist, ne? Und in Wirklichkeit sind wir die Netten. Ja, Julia, hör auf, rumzuheulen und fake zu sein. So, auf zum Essen und trinken.
wir jetzt hier machen? Dann bloggen wir mal, was wir hier machen. Was bloggen wir denn jetzt hier so? Ja, wir bloggen, was wir jetzt hier machen. Ja, was machen wir denn jetzt hier so? Ja. Freunde, was machen wir? Was machen wir denn jetzt hier so? Wir bloggen jetzt, was wir hier machen. Mach den Video ohne mich. Wir bloggen jetzt. Wir bloggen, hallo. Leute, okay, was machen wir jetzt? Hallo? Wir suchen den Seapoint und zwei andere. Aber ich glaube, hier ist Seapoint. Ja, da ist auf jeden Fall die Sea. Kim, du bist Sea Point. Hallo. Point on them. Da ist auf jeden Fall der Sonnenuntergang. Hi. Ja, also Fotos machen, as Leute always. Treffen. Ja. Und Dinner haben. Ja, essen. Und den ersten Sonnenuntergang, das ist unser erster Sonnenuntergang, den wir heute sehen werden. Oh, hat der aufgeregt? So romantic. Aufgeregt? Come on. So das war jetzt echt schlecht, dass es von dir kam. Du Opfer. Okay. What is happening? Dieser Moment, wenn Jackie gezwungen ist, aus ihnen schon rauszugehen. Damit Kim sie anziehen kann, aber Jackie nicht in Kims Schuhe passt und jetzt auf Socken da stehen muss. Dann mache ich so richtig Sex in die Socken an. So. Ja, Sex pur. Finde ich geil. Ja, shoot it. Den könnte ich schon mal nicht laufen. Do it for the gram. Ist ja für deine Tasche, ne? Hier. Sieht aber gut aus. Ich würde sagen, Jackie, die leihe ich mir dann auch mal für morgen, ne? Cool, ist ein Deal. Yeah.